Hi zusammen! Manche von euch kennen vielleicht noch eines meiner allerersten Videos in Sachen Review, und zwar das Video zum G3 Ferrari Delizia, der hier steht. Das war tatsächlich noch ein sehr improvisiertes Video. Ich habe mir damals nur wenig Gedanken gemacht, einfach drauf los. Es kam aber dennoch ganz gut an, und heute habe ich jetzt nochmal ein G3 Ferrari für euch hier stehen, den Napoletana, wo die Unterschiede sind, wie der performt und wo sie sich nachher vielleicht ähneln, das finden wir heute gemeinsam raus. So, einmal für euch ausgepackt, den Napoletana und den Delizia. Die zwei Öfen sind sich eigentlich ziemlich ähnlich. Man sieht schon, der Formfaktor ist gleich. Ich öffne jetzt einfach mal beide Deckel. Nicht erschrecken, das ist den, den ich auch privat immer mal wieder im Einsatz habe. Warum ich den immer wieder im Einsatz habe im Vergleich zu sehr großen Öfen, die ich ja auch besitze, professionelleren Öfen, da gehen wir dann später auch drauf ein. Und hier das Ganze dann einmal in neu. Der Durchmesser beider G3 Ferraris ist in dem Fall gleich und auch die Heizleistung ist gleich. Also sollte man eigentlich annehmen, dass bei beiden Öfen im Pizzabetrieb sozusagen das gleiche Ergebnis rauskommt. Aber auch das stellen wir gleich im Nachgang noch fest. So, was unterscheidet sich denn dann an diesen Öfen? Ganz einfach, der Delizia hier ist eigentlich so, wie er jetzt kommt, mit genau dem Volumen, mit genau dieser Heizsituation eigentlich schon fertig und mehr geht da nicht. Und der Napoletana, der bietet da schon nochmal ein paar kleine Kniffe. Zum einen haben wir jetzt auch hier den ganz normal so, können hier richtig viel Hitze erzeugen, haben dann hier auch alles zu, haben hier ein bisschen weniger Schlitze, wie jetzt beispielsweise hier. Aber ich kann mit dem Napoletana auch andere Dinge tun, als ich kann den hier hochsetzen. Ich habe hier zwei Distanzhalter. Die sind immer am Gerät dran. Die kann ich jetzt nach innen klappen. Und wenn wir jetzt schließen, dann sehen wir, auch hier hinten geht er hoch. Und ich habe hier eine stabile Geschichte und habe dann hier jetzt deutlich mehr Höhe. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, René, für Pizza. Nee, nicht unbedingt für Pizza oder vielleicht nicht unbedingt für eine frische Pizza, aber die Sache hier ist richtig gut durchdacht. Denn ich habe mich selber hier schon erwischt, wie ich jetzt hier einen Teller Pasta mit Mozzarella und Parmesan überbacken habe, wie ich hier Sandwiches gemacht habe und ich habe es auch tatsächlich schon fertig gebracht, dass ich dann hier teilweise zu nah an der Heizung war. Das heißt, ich muss ja nicht unbedingt hier sein. Es reicht schon, wenn ich zu nah einfach einen Zentimeter oder zwei an der Heizung bin. Dann habe ich da halt volle Power und in einem anderen Bereich von dem, was ich gerade überbacken oder erhitzen möchte, eben noch nicht die Leistung. Da hat man hier einen Schritt weiter gedacht und hat im Prinzip jetzt hier auch diese Höhe, die man eigentlich für Pizza backen benötigt, einfach um den Bereich jetzt schon mal erhöht und dann habe ich hier viel mehr Platz. Das heißt, was ich hier jetzt tatsächlich auch getrickst habe mit dem ein oder anderen Küchentool, wie jetzt einem Eierbecher zum Beispiel, aber es ist halt auch immer so, ich muss das heiße Ding dann später auch wieder runterfummeln, da haben wir hier halt eine Möglichkeit. Dazu kommen wir, dass wir jetzt hier auch eine Steinplatte haben. Das heißt, ich habe eine Koderitplatte, glaube ich, genauso wie hier unten. Die kann ich hier einsetzen. Schließe dann die Klammern. So. Und jetzt habe ich hier ein Hitzeschild zum einen. Aber einfach die Heizung, die man jetzt hier im Prinzip hier außenrum Hitze erzeugt,
Die erzeugt jetzt Hitze auf den Stein. Der Stein erhitzt sich durch. Das dauert sicherlich ein bisschen mehr beim Aufheizen. Und dann gibt der Stein eine sehr, sehr gleichmäßige Hitze ab und kann auch beim Öffnen und Schließen, hat er nun so ein bisschen Energiepuffer. Das heißt, ich öffne jetzt hier und mache zu, ist kurz ein bisschen Hitzeenergie weg. Aber hier durch diese Hitze, die noch im Stein drin steckt, puffert der das ein bisschen aus und kann im Prinzip kontinuierlich weiter auch Hitze abgeben. Kann also hier schon ein Vorteil sein. Ganz klar muss man natürlich sagen, wir sind jetzt hier in einem Bereich, wo wir jetzt natürlich ohne diese Standshalter zum Beispiel nicht mehr arbeiten können. Das heißt, das ist jetzt auf jeden Fall eine Kombination, die verlangt, dass ich jetzt hier mit den Standshaltern arbeite. Aber zum Beispiel habe ich schon gedacht, Mann, was könnte man denn da machen? Und in der Kombination fand ich jetzt zum Beispiel auch gut die Idee mit Flammkuchen oder sowas in die Richtung. Da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also mit dem Stein auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Idee, die mir dann auch im praktischen Gebrauch einiges mehr an Möglichkeiten gibt. Heute probieren wir jetzt mal den Napoletana aus, allerdings ohne den Stein. Ich mache es genau wie auch hier. Ich nutze den Ofen, wie er im Prinzip standardmäßig auch daherkommt, beziehungsweise ohne seine ganzen Features, die er noch hat. Und dann machen wir jetzt im Prinzip hier eine Pizza drin mit einem frischen Teig und gucken uns dann auch hier nochmal das Ergebnis an. Dann gehen wir einfach über die drei Finger hier, behalten wir uns hier im Gedächtnis einen kleinen Rand und gehen dann hier nach vorne. Lassen dann da auch einen Rand und gehen jetzt hier einmal im Kreis, drehen das Ganze, machen das jetzt hier auch wieder so. Jetzt nehmen wir hier die mitgelieferten Schaufeln, machen uns die hier so ein ganz wenig Mehlstaub drauf. Einfach, dass da ein bisschen was drauf ist. Und das gleiche dann jetzt mit der Seite. Nicht wundern, ich habe hier ein kleines Pflaster. So, jetzt gucken wir nochmal. Stein hat jetzt 330 Grad. Das ist soweit okay für mich. Und jetzt gebe ich die Pizza drauf. Wunderbar. Und jetzt gehe ich von 2,5 auf Stufe 3, so springt er in den Heizbetrieb über. So, jetzt sind wir soweit. Pizza ist fertig. Und schaut euch mal das an. Wenn das nicht eine Pizza ist, dann weiß ich es auch nicht. So. Die fertige Pizza stelle ich immer gern auf ein Kuchenblech. Ganz einfach, weil die dann von unten so ein bisschen erstmal die Hitze abdampfen kann. Und wenn ich das nicht tue, und ich tue die direkt auf den Teller, dann nässt die von unten einfach so ein bisschen. Und dieser austretende heiße Dampf, der macht mir die Pizza unten wieder so ein bisschen, ich will jetzt sagen matschig, aber eben weicher. Soll ich euch mal ran mit der Kamera, dann gucken wir uns die Pizza mal an und dann könnt ihr selber beurteilen, ob sie was geworden ist oder nicht.
Also kommen wir nun zu einem Fazit, wenn es denn ein Fazit gibt. Im Endeffekt sind beides sehr, sehr ähnliche Öfen. Die haben beide ungefähr die gleiche Größe, die gleiche nutzbare Fläche, die gleiche Heizleistung und auch die gleiche Anordnung dieser. So muss man schon sagen, es sind beides Öfen, die Pizza in einer gewissen Größe machen können. Und es sind eigentlich auch beides Allrounder, denn auch hier kann ich schon ziemlich viel machen. Bisschen mit ein paar Tricks, die Klappe öffnen, kann man hier schon ein paar Spielchen machen. Allerdings, und jetzt kommen wir zum Unterschied, der Napoletaner hat hier mit seinen Distanzhaltern und der Steinplatte obendrin nochmal ein paar Möglichkeiten mehr, die sich hier einfach dann bei der praktischen Anwendung ergeben. Schlussendlich muss man auch sagen, im Vergleich zum Haushaltsbackofen, die Öfen kommen hier über 400 Grad. Das heißt, wir kommen hier schon auch am Stein und auch was die Oberhitze angeht, in Regionen, wo Pizza dann auch wirklich gebacken werden sollte. Das heißt, alles unter 300, unter 250 Grad im Backofen ist eigentlich schon suboptimal, weil der Teig dann schon zu lange backt und es zumindest mit einer echten italienischen Pizza nicht mehr ganz so viel gemein hat. Das heißt, wir brauchen Power und diese Power bieten beide Öfen. Jetzt sind wir wieder am Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Video. Wenn ihr mit der Entscheidungssuche gekommen seid auf das Video, dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, was es denn eher wird, der Napoletaner oder der Delizia. Für beides gibt's auf Facebook die G3 Ferrari Community. Da könnt ihr mal reinschauen. Genauso gut könnt ihr bei Pizza für alle vorbeischauen. Das ist die größte, beste und mit Abstand die freundlichste Gruppe auf Facebook. Da wird euch auf jeden Fall geholfen, ob es der Anfänger ist oder der passionierte Pizzaiolo. Hier wird jeder Spaß haben. In dem Sinne, ich bin raus. Wie immer, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.